Hallo und herzlich willkommen zu Payday mit dem guten Gerd von Gerd. Und dabei haben wir noch als Gaststimme den Firepunch. Stefan, da hast du gerade schön die Anmoderation Moderationsbomben. Ja, ich dachte nur, du nimmst auf und nicht der Christian. Nee, ich nehme nicht auf. Ich nehme auf. Oh. Ich hab viel zu viel Stuff gerade. Du meinst Torchlight? Alter, weißt du, wie lange das gerade heute gedauert hat, zwei Videos hochzuladen? Kannst du mir vorstellen, dass gestern. Nee, du hast heute Morgen schon so gemeckert mit dem, es muss so lange rendern und. Ja, ist auch klar, so. Wir haben auch eine Menge aufgenommen. Ich muss nicht rendern und schneiden und sowas. Ja, dafür sind deine Dateien wahrscheinlich größer, oder? Nö, nicht wirklich. Broadcaster macht die relativ klein. Er streamt alles nur. Und lädt dann das Gestreamte hoch. Nein, ich stream eben nicht. Ich kann einfach mit dem Broadcaster aufnehmen. Ich mach das so wie Zombie. Okay, du gehst da jetzt einfach rein. Ja, wir sind ja noch ohne Maske. Ich soll nach links gehen. Dann geh nach links. Ich muss jetzt hier rein, oder was? Vorsicht, aus dieser Nähe können... Ich hab den Kerl, den wir brauchen. Für die Karte. Wo denn? Hier. Der da? Hier, komm der her. Der Orange, ne? Gehen wir jetzt zu dem? Ach, du bist! Leute, ich laufe die ganze Zeit der Kahin hinterher und hab mich gefragt, was machen die denn da? Okay, ich fang mal mit dem Überfall an. Wie kann man denn sagen, die sollen auf den Boden gehen? Mit F. Boah, ich fänd's voll cool, wenn man da Schlüsselkarte. So, hier, Drecksäcke. Dein Sturmgewehr ist übrigens auf Nummer 2. Ja, leider kann man nicht Mausrad, ne? Ja. Ist hier irgendwo ein Gegner? Ja, da unten drinne. Darf man die abknallen, oder? Die Security-Kerle ja, Zivilisten nein. Dann mach ich den jetzt frech. Christian, wie weit wir sind mit Skyrim? Ich habe irgendwann aufgehört zu spielen, weil ich würde das gerne exzessiv spielen, also so praktisch suchten. Genau wie mit Borderlands, und dann spiele ich das lieber gerade gar nicht. Hast du Borderlands? Lass mal die Kameras da oben machen, oder? Ja, die Kameras bin ich ja halt so zwischendran, wenn ich einen sehe. Kann kaputt. Man die nicht kaputt schießen? Zum Teil habe ich die schon kaputt geschossen. Ach so. Aua, ich habe beschossen von da unten. Denkst, du hast ja gemeint, du wolltest den Download-Content auslassen, oder? Ja, bis ich mit der Hauptstory durch bin, genau. Ouch. Das ist mir aufgefallen, als ich Till beim Spielen zugehört habe. Wie? Da gibt's nämlich so Viecher im Vampir-Download-Content. Ja, die random spawnen einfach bei der, in der Stadt zum Beispiel oder sowas. Ja. Mit dem muss ich mich halt anlegen, das muss ich halt akzeptieren, Punkt. Hey, bei was denn? Skyrim. Welche Viecher meinst du? Die Vampire und Vampirdiener. Ich weiß nicht, welche ihr meint. Aber was mich bei Skyrim gestört hat, ist, dass man irgendwie so lange laufen muss teilweise. Ja. Das nervt. In die Hauptstädten kannst du, aber... Okay, irgendwer schießt. Ja, irgendwer schießt auf mich. Ich weiß aber nicht woher und niemand der kann. So viel musst du da gar nicht laufen, wenn du nicht so spielst wie ich. Du kannst den Großteil der Zeit damit verbringen, einfach das Fast Travel zu benutzen. Kann man hier aus der Wand sich ducken? Oh fuck! Eh ist Nahkampf, okay. Aber wo sind die? Oh fuck, da. Christian! Ah ja, doch, die ersten Streifenpolizisten sind schon da. Christian? Ja. Hol dir mal Torchlight 2, da können wir es zu dritt spielen. Wie teuer? Warte auf ein Angebot. Dann Torchlight? Mhm. Ich kann es dir holen, Christian, für 4 Euro. Aha. Über G2A. Aber wir würden das dann erst jetzt nochmal durchspielen und dann kannst du mitspielen, wenn du willst, mit Mods. Dann wollen wir das nämlich nochmal spielen. Ja, okay, gerne. Oh, okay, mach mal den Fenster weg. Wenn es jetzt ein bisschen mehr wäre als 5 Euro, hätte ich gesagt, nicht diesen Monat. Weil, nö, das sind 4 Euro oder so über G2A. Okay. Es sei denn, du wirst abgezogen. Also bei Stefan und mir, oh, fuck. Oh, ich mach's nicht mehr lange. Wo sieht man das Leben? Links. Links unten. Ist so ein Kerl, der so aussieht wie du mit der Maske und. Okay, dann habe ich gerade einfach nur eingesteckt. Ja, du hast ja auch noch so eine Panzerung um dich rum. Wenn das weiße, dein Charakter ist so weiß umrandet, wenn das weg ist, dann kriegst du erst richtig Schaden. Okay, auf was dein ist Leben. Denn mit denen jetzt irgendwie kaputt? Wie lange braucht der Spaß hier noch? Das steht da. Da ist so ein Bildschirm, da steht dann da drauf. Ja, sicher, noch 2 Minuten.
Also Christian, alternativ kannst du für Torchlight 2 auch erstmal auf den Winter Sale warten, weil es hundertprozentig ins Angebot kommt. Boah, erstmal reinholen. Ich geh mal nach oben, ja? Ich schieß von oben auf die runter. Oh, verdammt, ich hab einen Zivilisten getötet, weil der im Rauch stand, direkt vor dem Polizisten. Noob. Das ist scheiße. Noob. Der dummer Zivilist, der, gell? Ja. Ich möchte die Bots eigentlich nicht gerne alleine unten lassen. Die kommen schon klar, die können sich auch gegenseitig wiederbeleben. Da kommt ein Schildtyp. Wo bist denn du? Oben. Ja, der kommt nicht da rein, Alter, ich bin... Ich muss doch mal, hier oben ist so ein Lüftungsschacht zum Beispiel. Ja. Da können die auch dann reinkommen. Ja, und ich habe nicht wenn mehr die Geiselkerle kommen. Kann man irgendwie so ein Sonder, noch so Heilung oder so? Später kannst du es freischalten. Ich habe bis jetzt nur eine Munitionskiste und... Oh verdammt, die kommen hier rein. Wo? In dem Raum, wo das Ausrufezeichen ist. Da ist so ein... Oh, die sind hinten! Oh nein! Hammer! Christian! Wo bist du? Oh, die sind hier im Gang. Ja, komm her. Alter, was halten die aus? Müssen wir raus, oder wie? Nee, hier vorne ist ein Laptop. Wenn du mit dem interagierst, kriegst du Ruf und das... Das ist, müssen wir machen, um den Raum abzuschließen. Vorher geht der Bohrer nicht weiter. Deckt ihr mich? Ja, ich deck dich. Ich stehe direkt vor dir im Fenster. Ich hab fast keine Munition mehr und mein Leben ist auch gleich fast null. Ja, die Kerle lassen doch aber, wenn du sie tötest, Munition fallen. Du musst einfach nur hinlaufen. Ja, genau. Ich lauf mitten in die rein, Christian. Ja, beziehungsweise... Nee, ich hab Minen dabei. Ich kann keine Munitionstasche setzen. Da, was ist das? Ist das ein Zivilist? Wer ist das? Zähl im Zweifel nicht anschließen. So blöd. Aua. Du bist da. Oh. Geht schon. Im Gegensatz zu Payday 2, wo du nur dreimal fallen darfst, bevor du eine Arzttasche musst, weil du dann instant verhaftet wirst, kriegst du hier, glaube ich, unendlich viele Wiederbelebungen. Also bis jetzt hatte ich noch nicht ein Limit erreicht. Ich bin im einen Überfall auf jeden Fall mehr als dreimal gestorben. Ohne Tasche. Alter, die haben Schrotflinten. Naja, wenn du nicht lange genug rangehst, da hinten sind, Okay, meine Munition ist, schlecht. Ich habe noch 32 Rüstungsgewehr. Hier oben liegt bei mir, wenn du zu mir kommst, hier ist, so ein Muni-Bot. Ja, ich hab grad wieder ein bisschen aufgehoben. Da kommt ein Heli. Nein, das ist nicht schlimm. Die sammeln sich dann nur ab. Jetzt zeigt er mir... Hier liegt ganz viel im Gang. Na, haben die jetzt mit der Sturmmaske vom FBI? Ja, den habe ich gerade gemacht. Der gibt Pistolenmunition. Pistolenmunition habe ich genug. Da habe ich mittlerweile wieder 48. So, der Bohrer ist halb durch und der muss jetzt wieder angeschmissen werden und hier ist ein Sniper. Das gefällt mir gar nicht. Hier ist irgendwo ein Sniper. Der gibt mir voll mit. Ich weiß wo. Ich glaube, ich habe irgendwas gefunden. Da hat er das Fenster kaputt geschossen. Oh Gott, der trifft mich, Gott. Der trifft mich zweimal, wo bist du? Christian? Ja, Im Gang. Ja, der war das. Der hat mich gemacht. Lauf einfach den Gang da entlang. Oh lol. Leute, ich hatte auch erwischt. Nein! Wer rettet mich? Verdammt, ein wenig Mund. Lol, wen hat's erwischt? Christian, 3 Sekunden. Ich krieg den nicht. Frei, warum? Lol, mich hat's erwischt. Ah ja, Geiselhandel, wir haben noch eine Geisel. Die können wir dann eintauschen, holen, oder wie? Die holen dich raus, der holt dich raus, der, wie heißt der komische Kerl? Ich nenne immer gerne Operator, weil der... Ja, super. Oh, ich hab keinen Bock auf das Protokoll. Die ich hab nur einen Zivilisten getötet, der soll mich wiederbeleben, der soll mich jetzt... Da bin ich jetzt echt 3 Minuten aus dem Spiel, oder was? Scheint so, ja. Beziehungsweise, wenn der Bohrer hier durch ist, gibt eigentlich Checkpoint, dann bist du da auch dran. Christian, eigentlich ist ziemlich alles, was mit Land. Na super, ich renne da rein, ohne meine Pistole nachzuladen, das ist auch gut. Und fürs Gewehr habe ich nur noch einen neuen Schuss. Oh, guck mal.
Ja, mein Internet ist aber da. Hallo, Skype. In dem Moment. Und da hat sich das Modem verabschiedet. Remember, take out the cameras. Das ist jetzt ja. Damn bank guards! Aren't we done with them yet? Thanks. Ich würde ja gerne was machen, aber ich habe einen Glitch gefunden. Okay, ich werde das hier.